Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Alpha Saphir. Ja, beim letzten Mal haben wir die drei Golems gefangen. Die wir hier sehen, Regirock, Registeel und Regieis. Und heute wollen wir ihren Baba, ihren Boss fangen. Regigigas. Dafür brauchen wir alle drei im Team. Und die seltsame Ergänzung dazu ist, Regieis muss einen Spitznamen haben. Ich glaube, welcher ist egal. Ich habe es einfach mal Eis genannt. Sehr kreativ, ich weiß. Und es muss ein Eis-Item tragen. Und dafür geht wohl das Stratos-Eis, was ich hier habe. Das Item Schneeball, ewiges Eis und ein Eisbrocken. Die sollen wohl alle möglich sein. Dann geht man hier zur Inselhöhle. Und auf einmal passiert was. Der Boden bebt. Irgendwas kommt näher. Und da taucht schon auf. Ja gut, dass Regigigas nicht gerade eine geile Fähigkeit hat, wissen wir glaube ich alle. Aber sobald es in Fahrt kommt, ja, da kann es gut reinhauen. Dann ist es ein Letaking ohne seine Fähigkeit. Ah, das ist natürlich nicht so gut, dass es jetzt so viel Schaden bekommen wird. Ich glaube, Regigigas kann halt größtenteils nur physisch angreifen. Ja, ich glaube, ich schmeiß einfach mal ein paar Bälle und wenn es zu weit in den KP runtergeht, würde ich halt mein Pokémon wechseln. So können wir es zumindest noch ein bisschen weiter schwächen, weil es sieht zumindest so aus, dass Regigigas nicht wirklich was gegen Panzer Aeron ausrichten kann. Was schon mal sehr gut ist. Aber ja, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir, ja, also im roten Bereich, sagen müssen, wir wechseln mal aus, wir schicken mal sein. Keine Ahnung, sind das halt Kinder? Oder so? Ah, stimmt. Wieso setze ich ein... Das hat Vergeltung. Ja gut, okay. Das war jetzt nicht so viel Schaden, aber seine Fähigkeit ist jetzt nicht mehr aktiv. Wodurch das nun ganz schön viel Schaden machen sollte. Was mir nicht so gefällt, aber okay. Ja, ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man Regigiga so eine Fähigkeit gegeben hat. Wenn man es wenigstens ein bisschen nerven würde, dass es wenigstens nur 3 Runden sind, aber 5? Mit halben Stats? Warum? Okay, easy. Das scheint ein kurzer Part heute zu werden. Weil noch mehr hatte ich eigentlich nicht mehr eingeplant für dieses Video. Wir können mal seinen Pokédex-Eintrag lesen. Es gibt eine Legende, wonach dieses Pokémon die Kontinente mit einem Seil gezogen hat. Was war das für ein Seil? Und das teilweise auch nicht so riesig, ne? Dass man da irgendwie... was? Das kann gar nicht sein. Und dass das Teil Power hat, okay, kann ich nachvollziehen, aber... Ein Kontinent an einem einfachen Seil zu ziehen, das halte ich dann doch irgendwie für nicht realistisch. Na gut, das ist Pokémon. Was ist denn Pokémon schon realistisch, ne?
Naja, okay, aber das ging doch ganz flott. Das ist wunderbar. Hat den Registil gemacht, ne? Das ging auch relativ flott. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Gucken wir es uns mal kurz an. Hat ein Kackwesen, okay. Na, es geht schlimmer, aber auch deutlich besser. Und da, Saumselig. Halbiert zeitweilig den Angriff und die Initiative. Halbiert die Stats für 5 Runden. Sprich, es hatte gerade 5 Runden lang einen Angriff von 90 und ein Ende von 60. Wow. Meint, dass das Teil stark ist, okay, aber braucht es wirklich so eine Fähigkeit, um das zu, ich weiß nicht. Und dann gibt es sowas wie Mega Rayquaza oder Mega Mewtwo, ne? Naja, ich muss nicht alles nachvollziehen können. Gut, dann war das hier ein sehr flotter Part, aber muss es halt auch hin und wieder mal geben. Die nächsten Parts im Allgemeinen werden wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer, wegen den ganzen Legis. Also die werden halt so lang gehen, bis ich das Legi, was ich fangen wollte, gefangen habe. Ganz einfach. Ja, von daher, das war's mit Pokémon Alpha Saphir für heute. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen, gerne mit einer Klammerkündung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir die Legejagd fortsetzen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.